und deutlich macht, dass ihr mehr wert seid und dass ihr endlich Anerkennung erfahren müsst, auch auf den Gehaltszettel und bei den Arbeitsbedingungen. Und ich muss sagen, ich finde es eine ziemliche Unverschämtheit, dass der ärztliche Direktor eines öffentlichen Klinikums die eigenen Beschäftigten quasi vom Hof jagt, wenn sie auf ihre Arbeitsbedingungen aufmerksam machen wollen. Das finde ich eine Frechheit. Das Uniklinikum gehört dem Land Hessen. Es ist ein öffentlicher Arbeitgeber und er sollte sich hinter seine Beschäftigten stellen, statt sie vom Land zu rücken. In den letzten Wochen und Monaten ist viel davon gesagt worden, dass ihr alle Heldinnen und Helden seid. Und es wurde viel applaudiert von den Balkonen und das ist ja auch alles schön und richtig. Aber Applaus bezahlt keine Miete. Und auch Heldinnen und Helden brauchen einen vollen Kühlschrank und sie brauchen gute Arbeitsbedingungen. Und daran hat sich leider überhaupt noch nichts geändert in dem Konjunkturprogramm, das gestern verhandelt wurde. Findet sich die Pflege überhaupt nicht wieder. Und das ist überhaupt nicht Bestandteil davon. Und deswegen ist es wichtig, aufmerksam zu machen auf die Situation in der Pflege, weil Anerkennung und Dank heißt mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur an diesem Klinikum. Mehr von uns ist besser für alle. Der Pflegenotstand. Darauf weist ja Verdi und die Betriebsräte, die Personalräte, weisen seit Jahren darauf hin, dass es einen Pflegenotstand gibt, dass wir Personalmindeststandards brauchen. Und das alles ist auch die Folge der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Nadja hat es eben schon gesagt, dass wir auch immer wieder deutlich machen müssen, Krankenhäuser, die sind dazu da, Menschen gesund zu machen. Die müssen keine Gewinne abwerfen, die sollen auch keine Gewinne abwerfen auf dem Rücken der Beschäftigten und der Patientinnen und Patienten. Und deswegen muss Schluss sein mit diesen elenden Fallpauschalen. Es muss Schluss sein mit dem Outsourcen sogenannter patientenferner Bereiche. Alle Bereiche im Krankenhaus sind wichtig und alle müssen in einer Hand sein und die dürfen nicht outgesourcet werden an Billigdienstleister, weil auch die Reinigung von OP-Sälen und von Krankenhauszimmern ist eine patientennahe Tätigkeit und die muss entsprechend entlohnt werden und nicht outgesourcet werden. Wir brauchen Personalmindeststandards, wir brauchen Entlastung, wir brauchen gute Arbeitsbedingungen und die Beschäftigten in den Kliniken brauchen Schutzausrüstung, sie brauchen Masken und sie brauchen regelmäßige Tests. Eine Kollegin hat mir eben erzählt, sie nur sollte eine Maske pro Tag benutzen. Ich finde das irgendwie Wahnsinn, dass in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt Pflegekräfte angehalten werden, wenn sie Corona-Patienten pflegen, nur eine Maske pro Tag zu verwenden. Das ist doch völlig absurd. Wir brauchen Schutzausrüstung und regelmäßige Tests, damit diese Krankheit eben nicht die Gesundheit von Pflegekräften bedroht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb, in diesem Sinne, euer Protest ist wichtig. Weil in dieser Corona-Krise zeigt sich ja wieder, wer hat, dem wird gegeben und wer am lautesten schreit, der kriegt die größten Hilfen. Und deshalb ist es sinnvoll und notwendig, dass die Pflegekräfte in diesem Land aufschreien und Solidarität aus der Gesellschaft erfahren, damit nicht nur die Automobilindustrie und andere Lobbyisten eben in dieser Corona-Krise das Geld bekommen, sondern dass die Pflegekräfte sind, die jetzt in dieser Krise auch unterstützt werden. Und deswegen, kurzfristig müssen wir das fordern und langfristig brauchen wir gute Arbeitsbedingungen. Und dabei steht die Linke an eurer Seite. Alles Gute. Danke für unsere Arbeitsplätze, danke für die Geborgenheit, danke für all das Wertgeschätze und die Leiharbeit. Danke für unsere Lohnerhöhung, danke, das ist so lange her. Danke, doch seit die Preise klettern, reicht uns das nicht mehr. Bitte, dass genug Knete da wär, bitte, für unsere Arbeitskraft. Bitte, wir hoffen, euch ist klar, wer euch das Geld anschafft. Bitte, wir haben auf Lohn verzichtet, bitte, das haben wir.